Los. Ah, das ist ja. Safari gegen Linotox in Pools. Wir hören jetzt irgendwie gerade keinen Sound, aber ich denke mal, das ist nur für die Kommentatoren so und nicht für... Oh no! Das ging schnell. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber also so wirklich... Irgendwie Panic Air Dodge und SD irgendwie, das sah so aus. Okay, also Linotox will Hard Mode spielen und spielt hier mit einem Stock weniger das erste Set. Nochmal zur Wiederholung, damit das keiner vergisst. Wir spielen Best of Three in Pools. Es könnte also bedeuten, natürlich ist das sehr, sehr früh jetzt gesagt, aber dass Safari hier den ersten Seed im Pool bekommt. Und im Moment, wow, echt super consistent gespielt. Also erinnert mich so ein bisschen an Lucky mit den Predictions und so dem Spacing, der ja auch lange Zeit Pit gespielt hat. Es erinnert mich so mit der Nähe, also dass wenn der Space da ist und Linotox denkt, er könnte reinrennen, dann ist auf einmal dann geht es auf einmal so einen Schritt nach vorne und näher und es wird abgefangen, der Initial Dash, was auf jeden Fall sehr gut ist mit Pit. Jetzt gerade, oh, war das ein Air Dodge? Okay. Oh, ja, das war's. Dachte wahrscheinlich, da kommt die Back Air, super aggressive. Jetzt also nur noch 90% oder 80% Lead hier gerade für Safari, aber ja, das ist es halt, ne? Wenn das Neutral gut gespielt wird und es schwer ist, reinzukommen, dann ist es schwer, überhaupt Damage zu machen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Linotox hier adaptet. Aber wenn er reinkommt, dann ist das sehr viel Damage immer. Oh, okay, leider keine heftige Combo. Ich sage, das ist auch ein ausgezeichnet schnelles Match vor allem. Mhm. Beide sehr aggressiv, beide sehr den Gegner anbieten, bei den Gegnern adapten. Sehr schön insgesamt. Ja, wir sehen, es wird trotzdem auch viel Neutral gespielt, aber auch aggressives Neutral. Also beide haben Projektile und Linotox oder beide auch noch Reflektoren. Von daher wollen wir mal schauen, wie sehr das eine Rolle spielt. Manchmal sind Reflektoren sehr gut, also sie können einen auch so ein bisschen baiten, die einfach so rauszuspammen und dann wiederum sind sie eher hinderlich. Jetzt gerade ist es wieder sehr even. Oh, oh, F-Tilt, Down-Angled F-Tilt, holt sich den Kill und das ist jetzt gerade die erste Lead für Linotox. Killt das? Nein, noch nicht. 150% auf Mewtwo. Okay. Ja. Schöne Back-Air. Mhm. Schöne Back-Air und es ist wieder komplett even hier jetzt auf dem letzten Stock. Darf natürlich nicht vergessen, dass Linotox am Anfang einen SD hatte, aber es kommt in diesem Matchup im Moment viel aufs Neutral an, also das Neutral, was immer noch auf jeden Fall ein bisschen öfter von Safari gewonnen wird. Okay, aber jedes Mal, wenn Linotox reinkommt, sehr hoher Damage-Output. Okay. Oh, ja, der Tech-Read war wichtig. Gerade am Rand ist es immer sehr scary bei so Mid-Level-Prozenten. Der Mute hat ja auch einige böse Confirms, die er da machen kann an der Kante. Das auf jeden Fall, ja. Schnell dann in die Hose gehen. Mit Linotox natürlich sehr strong mit dem Mewtwo. Auch sehr, sehr aggressiv, vor allem offstage. Mewtwo hat einen sehr hohen Zweitstrom. Okay. No. No. Haben wir eine Fernbedienung? Wir brauchen eine Fernbedienung. Der Fernseher will sich ausschalten. Nicht jetzt. Okay, wir haben noch 52 Sekunden Zeit. Okay. Vielleicht ist das Match dann schon zu Ende. Also wir sehen hier beide ungefähr auf 100%. Edge Guard Situation. Oh! Okay, wir können leider nicht sehen, was da gerade passiert. Genau in der Mitte. Ist das ein Touchscreen? Oh, nice. Also, ah ja, okay. Hat an der Seite einen. Okay. An der Seite einen Klopf. Und der Back. Oh. Ah. Backthrow killed. Tatsache. Okay. Mhm. Klassischer Backthrow an der Kante. Mhm. Eine Sache, die auch Sonic-Spieler sehr gerne machen. Jedenfalls in Smash 4 haben sie das gerne getan. Und wir sehen Linotox hier mit dem ersten Game. Aber es war ein sehr knappes Set. Ich bin mal gespannt, ob es direkt zu Anfang wieder zu einem SD kommt oder ob wir jetzt mal ein Set sehen, was mit drei Stocks each gespielt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es dann trotzdem einfach nur Last Situation wird. Auf jeden Fall, vor allem weil Safari Wisseran ziemlich bekannt dafür ist, einen langsamen Start zu haben. Also man muss echt drauf achten, halt erstmal. Erst wenn das erste Match gut ist, wird es gefährlich für den Gegner. Aber halt allgemein muss man echt aufs zweite Match bei ihr gucken. Mhm. Wahrscheinlich auch eine Spielerin, die davon profitiert, je länger das Set geht. Also Best of Fives wären dann besser.
Das werden wir natürlich erst im Final Bracket sehen, aber vielleicht wird das ja ein Game 3. Im Moment sieht es gut aus für Safari-Wisserin. Gut durchgebrochen, muss ich sagen. Aber die Pressure ist oben und... Okay, der Up-Smash killt noch nicht bei ungefähr 100%. Mewtwo natürlich eine Glass Cannon, sehr, sehr leichter Charakter. Aber kann sehr viel Damage machen, sehr früh killen. Ja, die Situationen sind immer schwer an der Edge, wenn Mewtwo auflädt gegen einen Spieler wie Ninotox. Das ist schon sehr verunsichernd. Safari braucht nur noch, ja, den Kill confirmed, Down Air, Up Smash, reicht. Noch gut auf Mid-Level-Prozent, das heißt, sie kann da ihren Stock auf jeden Fall gut halten. Okay, also jetzt... Das ist auf jeden Fall auch eine Situation, die Safari-Wisserin sehr zugute kommt. Kann gut Stock tanken und gerade mit einem Charakter wie Pit, der halt offstage einfach nicht schlecht ist und Projektile hat. Aber etwas zu aggressiv. Es reicht noch nicht für den Kill. Fast 150% Max Rage. Mal gucken, ob der Stock gehalten werden kann bis ungefähr 80% hoch. Dann könnte das eine Rolle spielen. Bis dahin zerstört das einfach nur Kombos, die Pit hat. Oh ja, und die Up-Air reicht. Wir kommen also noch nicht in die gefährlichen Prozente von Mewtwo. Oh, einfach durch den Pfeil durchgeportet. Sehr gute Edge-Coverage gerade, muss ich sagen. Verliert aber leider Stage-Control hier. Und jetzt erstmal Start für Linetox. Kann aber, kommt mit wenig Prozenten weg gerade. Ich habe da den Jetpack erwartet, muss ich sagen. Dafür muss man natürlich auch immer schnell genug schalten. Ist natürlich auch nicht immer möglich, wenn man nicht damit rechnet. Ich muss sagen, solche Momente sind aber auch einer meiner Lieblingsmomente in Smash, weil dann werden auf einmal beide mit einer Situation konfrontiert, mit der sie nicht gerechnet haben. Das heißt, da kommt ziemlich viel Chaos, da kommt ziemlich viel Interaktion dann dahinter. Ja, ich mag das auch. Okay, also wir sehen immer noch Lead hier für Safari. Allerdings kommen die Prozente schon näher. Oh, und der Down Smash! Das reicht auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr smart von Linetox. Und wieder, mal gucken, ob das jetzt wieder komplett even zu. Ja, komplett even in den dritten Stock rein. Wie letztes Match, auch ohne SD. Jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sechste Stock hier aussieht, dieses Sets. Sehen viele Shadow Balls, trotz Reflektor, aber im Endeffekt kann man dadurch auch ein Reflektor-Battle starten und das ist manchmal auch ein bisschen risky. Guter Damage jetzt gerade, sehr aggressiv von Safari. Edgeguard-Situation, guter Spotwatch hier gerade. Wichtig. Wow, wie viel Damage. Ich glaube, da war nicht der richtige DI. Wenn man das so nennen kann, Smash-DI. Ja, da wahrscheinlich auch vorher rauskommen können. Dafür jetzt Prozent Lead für Linotox. Guck mal, wir haben noch ein Problem. Ja. Ich meinte eine SK-Bracket drin. Wer denn? Oh, das war's. Der ist auch nicht im Bracket drin. Der meinte, er werde bezahlt und so, aber. Ja, aber nicht bezahlt fürs Bracket, er bezahlt für Entry. Aber er meinte auch, er ist nicht im Bracket drin.